Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Emmo Zonebox von Emmo 030. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Emmo Zone von Emmo 030. Das Ganze heute am 11. Januar 2019 erschienen. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So. Folie ist ab. Was auf den ersten Blick gleich mal auffällt, ist, wir haben es hier mit einer regulären Kartonbox zu tun. Es wurde auch als Bundlebox beworben. Daher das etwas, ja, schlichtere Aussehen von der Box her. Aber wir haben hier vorne schön das Cover hochkant aufgedruckt. Und zwar haben wir hier den Interpreten Emmo 030. Dahinter so ein Reklameschild hier und ein Pfeil lesen wir. Und dann haben wir hier den Interpreten Emmo 030 mit einer türkisen, ja, auch sieht aus wie so eine Leuchtschrift, wie so eine Werbetafel, beschriftet. Emmo Zone, das neue Berlin, und darunter haben wir noch einen Barcode. Gut, ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen, alles in weiß. Wir schauen uns das Ganze mal von innen an, was sich da so befindet. Also, keine Klappbox, der Deckel ist abnehmbar. Was steht hier noch? Okay, also hier Info über den Kartonhersteller und dass das recycelbar ist. Und für alle, das ist ein ganz wichtiger Hinweis hier, Deckel, nicht dass man hier noch durcheinander kommt. Gut, der Inhalt. Wir haben hier einmal eine unterschriebene Autogrammkarte. Dann haben wir das Album an sich. Dann einen kleinen Karton. Das dürfte wohl die Powerbank sein. Und dann haben wir noch ein Shirt mit dabei. Gut, von innen die Box glatt in weiß. Machen wir das Ganze mal wieder zu. Jawohl. Legen die Box dabei zur Seite. Und nachdem hier das Album und das Shirt noch eingeschweißt sind. Okay, also beim Shirt brauchen wir keine Hilfe. Das geht ganz einfach. Ist hier nur zugeklebt. Aber beim Album werden wir das Messer zur Hilfe nehmen. So. Jawohl. Also, so sieht das Ganze aus. Das Cover kennen wir ja bereits von der Box, allerdings in diesem Fall jetzt quadratisch. Wir haben es hier zu tun mit einem Standard Jewel Case und hier lesen wir noch zwei CD. Also, hier befindet sich noch eine weitere CD drin. Es sind nicht die Instrumentals, es ist eine Bonus-EP. Gut, auf der Seite lesen wir hier nichts ungewöhnlich. Also, der Balken hier in so einem dunkelbraunen Ton gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann die Credits und ja, die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl und von diesen 12 Tracks haben wir einige Features. Wir haben Features von Olexej, Motrip, Jalil, Flair, Nico Nuevo und Michael O. Ansonsten sind das Solo Tracks, das neue Berlin, also das Label von Emmo 030 auch. Wenn es spannenderweise etwas abgeschnitten wurde. Ich lese jetzt hier nur As Neue Berlin. Das Ganze vertrieben von Groove Attack. Credits okay. Dann schauen wir mal hinein. Also, als erstes werfen wir immer einen Blick in das Booklet. So. Also, wir haben hier Emmo 030 am Rauchen. Dann hier in orangenem Licht mit seiner orangen Jacke. Das Ganze in so Hochglanzoptik gehalten. Dann hier bei der Aufnahme. Und hier dürften gerade Texte geschrieben werden. Weitere Fotos. Ja, also sehr fotolastig. Kein Text bis jetzt. Hier Emmo 030 scheinbar mit Ruse.
Und hier zum Abschluss nochmals immer 030 mit einer, wir sehen es hier, Ghetto-Sportjacke von Flair. Gut, dann haben wir hier noch eine Danksagung. Ich danke Ja, hier wäre wohl der dritte Fall statt dem vierten Fall zu verwenden gewesen. Ich weiß, ich bin ein alter Grammatikfetischist, aber in diesem Fall tut das echt weh. Ich danke jeden von Herzen, der an dem Produkt Emozone beteiligt war. Ein besonderer Dank geht an. Okay. Lasst euch niemals sagen, dass ihr etwas nicht schaffen könnt. Alles wird wahr. Jawohl. Das auf jeden Fall wahre Worte. Dann hier auch nochmal die Tracklist. Also insgesamt 12 Tracks an der Zahl. 6 Features auf diese Tracks verteilt. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, wie auch schon das Cover. Jawohl. Und auf der Rückseite befindet sich dann hier noch eine CD. Wie gesagt, es ist eine Bonus-EP und zwar ist es diese hier. Die Emo... Ups, jetzt habe ich es falsch rumgenommen. So. Die Emo Season-EP von Emo 030. Die ist ja im Mai 2018 erschienen. Und auf dieser haben wir dann 9 Tracks mit drauf. Und das Schöne daran ist, dass die jetzt erstmals physisch mit dabei ist. Also die war ja bis jetzt nur digital. Und jetzt haben wir das Ganze auch nochmal in CD-Form, also physisch. Und auf dieser, für die, die es nicht wissen, weil hier irgendwie keine Tracklist dabei liegt, haben wir von 9 Tracks auch 2 Feature-Parts. Und zwar einmal Flair und einmal Jalil. Gut, dann haben wir hier auch nochmal das Logo, beziehungsweise ja, das Cover hier auf dieser Seite. Und es geht hier gut raus. Jawohl, hier sehen wir jetzt auch, das was hier umgeknickt ist, war hier das halbe A und das D. Deswegen. Aber es ist natürlich hier vollständig beschriftet worden. Nur eben etwas ungünstig geknickt. Gut, dann machen wir das wieder rein. Die CD ist ebenfalls. Jawohl. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier haben wir Emo 030 mit dieser orangen Jacke, die er auch schon am Cover getragen hat. Also Alpha-Jacke. So sieht das aus. Und mit silbernem Stift dann hier unterschrieben Emo 030. Rückseite blank weiß. Jawohl. Sehr schön gemacht. Dann mit dabei ein relativ ungewöhnlicher Boxinhalt. Gab es aber auch schon in ein, zwei Boxen. Und zwar haben wir hier, wenn ich es aufbekommen würde, so, aber jetzt. Und zwar haben wir hier eine Powerbank. Ich schaue jetzt nur kurz, ob wir hier noch irgendwas finden, irgendeinen Hinweis oder nein, hier steht sonst nichts weiter. Wir haben hier einmal ein Kabel mit dabei. Und zwar haben wir hier einmal einen USB-Anschluss auf Micro-USB, müsste das sein. Und das Ganze ist dann natürlich zu verwenden mit dieser Powerbank hier. Dieser ist in Schwarz mit so einer, ja, mit so einer Hülle, mit so einer Plastikhülle überzogen. Hier lesen wir auch nochmal 030 Emozone. Dann haben wir hier noch diesen Violinschlüssel, diesen Notenschlüssel, den er ja auch, ja, ist etwas schwer zu erkennen, aber den er auch hier im Gesicht trägt, als Gesichtstattoo. Dann haben wir noch die technischen Details zu dieser Powerbank, die eiskalt ist. Und dann haben wir hier natürlich noch die Anschlüsse. Also, die kann man dann natürlich hier laden und dann entsprechend damit unterwegs, wenn man gerade keine Steckdose finden kann, sein Handy oder sonstige elektronischen Geräte aufladen. Da haben wir dann auch noch so einen schicken Beipackzettel dabei, den erspare ich euch an dieser Stelle. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar ist dieses in Schwarz. Oben lesen wir Emo 030 und darunter lesen wir Kein Weg zurück. Etwas verschnörkelte Schrift, nicht ganz so einfach zu lesen, vor allem zurück hier mit UE geschrieben, aber sieht gut aus. Wir schauen es nochmal ganz kurz. Okay, Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem BMC Exakt 190 in der Größe L.
Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Schriftzug hier im Brustbereich MO030. Darunter dann diese Hand mit den gekreuzten Fingern. Und hier lesen wir dann kein Weg zurück. Relativ schlicht gehalten in weiß und schwarz. Allerdings vom Motiv her echt schön gemacht. Kann man auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir diese unterschriebene Autogrammkarte hier im Hochformat. Die Powerbank mit Emozone gebrandet und auch natürlich mit zugehörigem Kabel. Und natürlich das Album an sich, Emozone, inklusive der Emo Season EP aus dem Jahr 2018. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Emozone von MO030. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MO030 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.